Zurzeit drehen wir drinnen. Es soll Nachtdreh sein. Es regnet die ganze Zeit übrigens. Ich habe zugesagt wegen Sommersonne, Sonnenschein. Die ganze Zeit regnet, seitdem ich hier bin. Nein, aber jedenfalls sind wir gezwungen, drin zu drehen. Und da es Nachtdreh ist, draußen ist aber Tag, müssen wir abdunkeln. Das heißt also, wir haben eine Art Kasten, Holzgestell gebaut um die Fenster herum, um die Türen herum und haben das Ganze mit schwarzem Molton abgedunkelt, so dass man A nicht raussehen kann und nicht mitkriegt, dass wir gar nicht in New York sind. Denn wir befinden uns in einem kleinen Ort und drehen da im Buchladen und dass es vor allen Dingen auf Nacht sozusagen geleuchtet werden kann. Wie das Ganze jetzt zusammen funktioniert, wie das zusammenkommt, ist, dass wir, nachdem wir alles hier drinnen gedreht haben, werden wir mit dem gesamten Team nach New York fahren, da eine Woche sein, da drehen und da drehen wir sozusagen die ganzen Außenaufnahmen. Das heißt also, es wird so sein, wenn wir mich jetzt nehmen, ich laufe in New York die Straße entlang, gehe zur Tür, mache die Tür auf mit einem freudigen, strahlenden Lächeln, gehe rein, dann macht man einen Schnitt und dann sind wir sozusagen drinne und haben das, was wir heute drehen, nämlich in der Bibliothek in einer kleinen, schönen Stadt.